Also hier in Bad Schandau gibt es einen zentralen Omnibusbahnhof, wo die ganzen Wanderbusse in alle Himmelsrichtungen losfahren. Das ist schon eine gute Sache. Das ist ein sehr zentraler Punkt für Wandertouren. Das muss man sich merken, den Ort. Mama, ein Kind Fotos und fertig. So, der Anfang war schon nicht so ohne. Und auch heute begleitet uns totales Regenwetter. Ja, mach ich auch. Bisher hat die Tour noch nicht wirklich was Spektakuläres zu bieten gehabt. Aber meine Heidi ist immer noch gut gelaunt. Oder? Jetzt, wir würden sonst beide runterpurzeln, wenn ich dir jetzt die Hand reiche. Ja, ich dachte, du bist kräftig. Du siehst aus wie so ein Geti oder wie die heißen. Im Himalaya. Überlege was anderes. Ja, das sind ganz liebe. Ja. Noch ein Stückchen, mein Schatz, dann hast du es geschafft. Meine liebe Heidi war bis auf die Haut nass. Aber sie, bei mir sieht er doch nicht viel anders aus. Nee, ich habe nichts zum Wechseln dabei. Das müssen wir auch beim nächsten Mal ändern. Ja, bisher war die Strecke recht arm an Highlights, aber hier kommt so wieder die erste Felsformation, die man hier eigentlich an jeder Ecke erwartet. So, mein Schatz, noch ein paar Meter, dann hast du es geschafft. Mach nochmal. Was? Mach nochmal. Nee. Von Anfang an, ich habe ja nicht alles drauf. Warum nicht? Einfach so. Nee, jetzt war ich nicht. Ist ja nicht. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen. Malerweg nur noch nach dir. So, wir haben hier mit 550 Meter den höchsten Punkt erreicht und jetzt geht es wieder talwärts. Wir laufen dicht an der tschechischen Grenze vorbei Richtung Elbe. Hier machen wir jetzt keine Rast, dafür ist es uns hier zu feucht. Circa 1,5 Kilometer bis zu unserem Ziel. Ne? In aber nur bergab. Schmilka. Ja, alles halb so wild. Es regnet schon wieder. Alles halb so wild. Es regnet. Es regnet. So, jetzt haben wir unser Ziel fast erreicht. Also, wir müssen jetzt nur einmal mit der Fähre rüber. Fahr mal. So, wir gehen jetzt noch zum Abendessen, so ein bisschen hier am Elbufer entlang. Das sieht aber eigentlich ganz nett aus. Wie auf einer Eisenbahnplatte.